So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Feuer Mitternacht. Ja, was haben wir das letzte Mal erlebt? Ja, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge eigentlich nur gekämpft. Und zwar gegen Tarian. Ja, wie ihr seht, bin ich mittlerweile schon wieder beim zweiten Kampf, wo wir ja beim letzten Mal aufgehört haben. Da habe ich mittlerweile schon wiederbelebt und auch ein kleines bisschen mit ihm trainiert. Das heißt, ein kleines bisschen. Ich glaube, 2 oder 3 Level-Ups hatte er gehabt. Das weiß ich jetzt gerade so nicht genau mehr im Kopf. Ich glaube, es waren 3. Naja, und hoffen wir mal, dass wir Tarian jetzt fertig machen. Hoffen wir es mal. So, nein, heilen tun wir jetzt noch nicht. Wow, 16, doch so viel. Wow, 71. Wow. Das ist gemein gewesen. Da freut man sich mal. Und ich kann nur noch 2-mal wiederbeleben. Das ist ein Scherz. Oh Mann, das fängt ja echt toll an. Ja, klar. Du solltest das lieber mir überlassen. Und dich zurückziehen. Und dir die ganzen Lorbeeren überlassen? Nie im Leben. Okay. Ja. Ich bin gerade am Überlegen. Das sieht bescheiden schön aus. Aber geht ja wohl nicht anders. Oh, 16. Oh, ey, Alter. Tarian geht mir gewaltig auf den Keks. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ich habe nichts mehr. Doch, ich habe noch was zu wiederbeleben. Ich dachte, wir haben nichts mehr. Hör auf, Tarian. Es ist nicht schön, Leute zu schlagen. Egal. Gut, reagiert. Also die beiden könnten ruhig mal öfters ausweichen. Und er könnte ein bisschen mehr verlieren. Wow. Sehr. Ja. Viel. Na, ob das noch was hilft. Schöne. Oh ja. Klasse. Es fängt sehr gut an. Ich muss sagen, sehr toll. Gib den Löffel ab. Nicht da. Tarian, gib den Löffel ab, bitte. Nein? Oh Mann, warum bist du nicht so... Ja, herzensgütig und würdest einfach mal... Ja, danke, den Löffel abgeben. Und wir sind Game Over. Schön. Ja, das Ende in Art. Klasse. Gut. Nein, ich werde es jetzt anders machen. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen und werde Tarian sozusagen offscreen erledigen, falls ein paar Sequenzen im Kampf kommen. Ja, werde ich natürlich selbstverständlich die aufnehmen. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Machst du etwas schon schlapp? Wo denkst du hin? Ich komme jetzt erst so richtig in Schwung. Ja, ihr seht, Leute, es dauert wohl noch eine Weile. Bis gleich. Was ist denn plötzlich los mit dir? Wo bleibt der Gegenangriff? Schon müde? Um dich zu schlagen, reicht meine Kraft noch alle Male. Juhu, wir haben ihn erledigt nach, oh Gott, unzähligen Versuchen und nach einer halben Stunde. Okay, dann wollen wir mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Juhu, sie hat ein Level Up. Hätte sie nicht vorher schon haben können. Na egal. Tja, ich befürchte, die Wette habe ich gewonnen. Lässt du ihn jetzt gehen?
vergiss deinen Schwur nicht. Ein Jäger ist daran gebunden. Gut. Fürs Erste verschone ich ihn. Ohne seine Macht ist er derzeit sowieso keine Gefahr für das Land. Aber beim nächsten Mal nehme ich keine Rücksicht mehr darauf. Worauf wartest du? Du kannst gehen. Wieso hast du das eben getan? Ich tue öfters Dinge, die ich irgendwann bereue. Egal, du solltest hier verschwinden, bevor Tarian es sich noch anders überlegt. Und ich und fliehen? Du spinnst wohl. Was habe ich noch nie getan? Wieso sollte ich das jetzt tun? Du bist zurzeit doch gar nicht in der Lage, dich alleine mit einem Jäger zu messen. Du hättest es nämlich ohne meine Hilfe niemals geschafft. Also, lass einmal deinen Stolz im Keller und zieh dich zurück. Meinetwegen. Das bedeutet aber nicht, dass unser Kampf schon beendet ist. Irgendwann wird auch meine Macht wieder zu wachsen beginnen. Und dann wirst du es noch bereuen, mich schwach zu nennen. Kannst du mir endlich verraten, was du damit bezweckt hast? Oh, es ist dunkel geworden. Ich hätte aber gerne auch ihre Antwort gewusst. Schade. Erstmal speichern. Das mache ich nämlich nicht noch einmal. Gut geheilt, sind wir so einigermaßen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg und ignorieren die Monster. Ich will jetzt nicht mehr kämpfen, aber das will ich haben. Du wirst ignoriert, du Auge. So. Da ist noch ein Auge. Eine Schlange. Zwei Schlangen. Gehen wir lang. Gehen wir da lang. Bums. Der ist runtergefallen. Ich dachte, das ist irgendein Zeichen. Wir sollten es nehmen. Oder so. Ha. Da ist ja was. Ist hier unten noch was? Och Gottchen. Och Gottchen. Was ist das denn? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ach Gottchen, ist das süß. Das läuft aber nur ein bisschen komisch. Noch mehr Augen. Auge. Noch ein Auge, meine ich. So rum, jetzt habe ich es aber. Geh bloß weg. Da! Wo kommt das denn her? Oh, ich will jetzt nicht kämpfen. Geh weg. Danke. Wartet mal, den Weg kenne ich doch. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Nach da oben geht's doch zu diesem komischen Tempel da. Und wenn wir hier runtergehen, müssten wir eigentlich nicht auf einen Gegner treffen. Den habe ich nicht gesehen. Och nee, ne? Das finde ich jetzt nicht schön. Das wissen wir mittlerweile schon. Wow, hat das gerade 100 noch was abgezogen? Okay. Ich hoffe mal, dass wir hier jetzt nicht drauf gehen werden. Das wäre sehr unschön. Verdammt unschön wäre das. Ja, schön. Wir sind auch noch vergiftet. Oh, heute ist echt nicht mein Tag. Wo haben wir denn hier was verlieren? Hier nochmal gehabt. Hier. Ja, vergiftet durch alles. Ja, immer drauf. Klar. Immer her damit. Noch einmal heilen und dann hauen wir die da in der Mitte K.O. Die anderen beiden sind ja nicht so gefährlich. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich glaube es jedenfalls, dass die nicht so gefährlich waren. Nee, ne? Oh, dieses Ich liebe Blumen. Oh, wie sehr ich doch Blumen liebe. Die sind so schön. Einfach so wunderschön. Ja, 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 ja. Oh, ihr mit euren scheiß kritischen Treffer, ey. Das geht mir langsam aber sicher gewaltig auf den Senkel. So, jetzt aber. Das
rechts. Oh, Fliege. Hau ab. Jetzt werde ich auch noch von der Fliege abgelenkt. Oh Mann. So, jetzt aber. Warum lebt denn das Vieh immer noch? Oh, wie sehr ich es doch hasse, allein unterwegs zu sein. Mann, aber auch. Gespeichert? Habe ich gespeichert? Ja, ich glaube, wir haben gespeichert. Das wäre nämlich jetzt echt problematisch. Na, endlich! Weg ist es, Vieh. So, und jetzt zu euch. Macht schnell einen Abgang. Dann ist es nämlich auch erledigt. Komm, Fisch ab. Ach, wisst ihr was? Ich vermisse Laura jetzt schon. Mit Laura hatte man bei diesen Viechern keine Probleme gehabt. Einfach mal so schön ankokeln und die Dinger waren weg. Och Mann, warum muss da nur so schwach sein? Das ist so unfair. Ja. Naja. Komm, Fisch ab. Danke. So, jetzt noch du. Und dann wäre das erledigt. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir jetzt überhaupt eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Müssen wir wieder zu diesem Wüstendorf-Dingens da? Nein, da müssen wir nicht hin. Glaube ich jetzt nicht. So. Die Viecher sind erstmal weg. So, wo hatte ich denn hier? Da. So. Hoch, runter, hoch, runter. Hm, wir gehen hoch. Oder nicht? Gute Frage. Ja, den Tempel willst du gerne abfackeln. Ich weiß, deswegen gehen wir da nicht hin. Gehen wir diesen Weg noch einmal. Den kennen wir ja schon. Und hoffen, dass wir keine Blümchen begegnen. Ja. Hier war doch irgendwann mal so ein Dorf gewesen. Ich weiß bloß nicht mehr, wo dieses Dorf gewesen war. Da ging doch mal so ein Tunnel lang. Da liegt was. Ja, damit. Ging man Tunnel lang. Okay, gut, das war jetzt schon mal eine Sackgasse. Aber das nehmen wir mit. Und speichern sicherheitshalber nochmal. Wir wollen ja nicht den Löffel abgeben. Das haben wir heute schon oft genug. Beziehungsweise ich. Das war aber auch nervig. Nee, da oben waren ganz, ganz viele Blümchen. Das weiß ich noch. Oder das hier? Ich weiß es gerade nicht. Waren hier diese vielen Blümchen? Hm. Ich weiß es jetzt nicht, ob hier diese Blümchen waren. Nein, hier waren sie scheinbar doch nicht. Oder? Nein, hier waren sie nicht. Gut. Da liegen Flaschen. Die nehmen wir mal mit. Oh, da hat kein Kopf mehr. Sieht nach zwei Flaschen Serum aus. Muss ich aber vergessen haben. Na dann her damit. Hm. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das ist echt toll. Ja. Fängt echt klasse an. Doch, irgendwas war doch, glaube ich, mit der Totenzone. Da kamen wir doch auch dorthin, wo wir, also wo da ja hin möchte. Er wollte ja, oh wow, jetzt wäre ich da bald reingerannt. Er wollte doch nach, wo wollte er nochmal? Ja, klasse. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Och Mensch. Du Vieh, du. Du Waldmotte. Du nervst. Zisch ab. Nee? Och Mensch. Warum hören die Monster nicht, immer auf mich? Jetzt hat's gehört. Egal. Komm. Weg. Danke. So, und wer sagt mir, er will da jetzt nicht hin? Kriegt die Krise.